Hallo meine Freunde, da sind wir wieder. Lakeside. Ziemlich krasse Aktion hier. Mit dem alten Mexikaner und seinem Sombrero-Hut, der keinen Sombrero-Hut mehr aufhat. Bruce ist auch noch mit am Start. Ich glaube auch, dass noch einige andere Streamer hier gerade am Start sind, die ich aber nicht erkennen kann, weil die alle neue Charaktere angenommen haben. Und wir hören mal wieder rein, wie es weitergeht. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach DB7. Ja, dann, wir sind schon bereit. Du kannst es nicht sehen. Wir sehen das nicht. Nee, ich meine, das ist Bursche. Das ist der andere. Achso. Könnt ihr vergessen, da noch mal gedrückt werden müssen. Was? Ich dachte, der Knopf geht mir die Kommunikationsmittel weg. Anderer Standard mit hier. Ja, dann umschwenken. Landmark. Nein, geh zum alten Kokainverarbeiter. Zum alten Kokainfeld, ihr wisst, wo das ist. Das alte, wo ist denn das alte? Das alte ist oben, wenn du fährst von die Landmarktkirche aus, hinten rüber. Wenn du jetzt bei DB7 fährst weiter Richtung Walachei, ja, den Feldweg lang. Okay. So ungefähr da, wo die State damals immer ihre Hinrichtung hatte. Wir haben das Fahrzeug gewechselt, Bruce, falls du es schon mitbekommen hast. Ja, man sollte mich losbinden, weil ich sollte dringend was essen. Ja, machen wir sofort. Habe ich schon ein Nachtsichtgerät bekommen? Nein, leider nicht. Eins ist Kokainfeld. Ja, aber das ist doch eine andere Richtung, mal von hier um. Ja, ich fahre den Berg runter. Wo ist vom Berg? Wo ist denn der? Oh, wir fliegen gleich zur Los Diablos Bank und schmeißen den da ab. Neuer Treffpunkt ausmachen. Habt ihr noch alle zu essen und zu trinken dabei, ja? Ja. Ich kann den nicht geil machen. Danke dir, mein Schatz. Habt ihr gehört? Kommt ihr zum Dingsfeld, zum Kokainfeld zum Alten? Ja, 1,2 Kilometer. Okay, wir sind schon da. Sollen wir uns ein bisschen verschanzen hier, oder? Nee, wir müssen hier nichts verschanzen. Wir haben keinen dabei, der uns orten könnte oder so. Gut, ich mache mir ein bisschen Sorgen um uns. Ja, hör auf. Hey, Gasmaske, wo warst du eigentlich die letzten 10 Minuten? Mit den Hunden. Wie viele seid ihr noch? Mit den Hunden. Ja, pass auf, wir machen gleich folgendes. Wir exekutieren gleich zwei Polizeibeamte, die wir haben. Und zwar schmeißen wir die aus dem Heli über der Bank. Und dann hoffen wir, dass Englisch hat sich die ganze Zeit so reden, ne? Wie geil ist das denn? Redest du gerade in so einen Becher rein, oder was? Ja, aber was? Das ist problematisch, wenn ich so reden würde. Hallo, Brutz. Also, Brutz, Plan sieht folgendermaßen aus. Wir haben ja den Chief und den einen Polizeirekruten, ja? Und wir machen jetzt folgendes. Wir exekutieren die jetzt. Wir machen ein Exempel an. Darf ich schießen? Nein, wir schießen nicht. Wir fliegen mit dem Helikopter über die Los Diablos Bank, ja? Und schmeißen die beiden da ab. Hörst du mich im Schutt? Check, ja. Und dann sagen wir denen, ne, legt euch nicht mit Porsche in seinen Männern an. Was? Was? Du sollst mal die Maske abnehmen. Du hörst ja nichts, weil deine Ohren zugesteckt sind. Ich hab gesagt nice. Ach so, nice. Ich hab verstanden, was? Jetzt höre ich schon schlecht. Eben, du darfst dir vielleicht eine Maske besorgen. Maske. Du meinst mich sehr sexy. Ja, mich sehe ich auch so. Trägst du die mal privat für mich? Oh, aber gerne. Nee, ich habe gerade rausgefunden, mit den Klamotten sieht das wirklich mega geil aus mit der Maske. Helikopter hinter uns. Was? Helikopter hinter Chief Auto. Ja, schreib denen, die sollen abziehen, sofort, sonst wird Beschuss eröffnet. Sag ich, war unbedingt ein Nachtsichtgerät. Hier ist stockdunkel sonst. Ne? Fahrt weiter zum Kuckerfeld. Wir erwarten hier. 10:42 sind die Koordinaten. Habt ihr gehört? Fahrt weiter zum Kuckerfeld. Ne? Wenn die auftauchen mit dem Helikopter, dann schießen wir die runter. Aber kündigt das vorher an per Notruf. Ja, können Sie das nicht übernehmen? Wir fahren ja gerade aktuell. Ja, machst du das, Wilhelm? Wilhelm, Gedöns? Ja, mach ich. 500 Meter noch, sind wir da. Erwähn nochmal mit, bitte, dass da die Kopfgeißeln drin sitzen und die gleich sterben werden, wenn er nicht abzieht.
Ja, ich höre den Helikopter. Hm, da sehe ich ihn. Sehe ich Kontakt. Mhm. Sag an, wenn du abgesendet hast, ja? Da sind einige Polizisten drin. Sind locker, naja, vier mindestens. Auf der Linksseite sehe ich zwei, innen drin Nummer zwei. Ist abgesendet. Abgesendet. Dein Auto ist gerade... Wow, holy shit, was war das denn hier? Helikopter geht nur hoch. Ja, dreht ab. Helikopter dreht ab. Sind fünf Polizisten drin. Ja, das ist das SWAT-Team. So, Geiseln bitte in den Helikopter. Schnell, 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 Vollgas. Go, 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 kommt schon jetzt hier. Keine Spielereien hier. Oh, ich mach den frei, okay? Das ist Conner, Conner. Ja. Doch, man kann raus, wenn man gepfiffelt ist. Wir ziehen einfach auf die Bank. Ah, wir sind jetzt auch da. Ich setze mich mal zu dir. Ja, mach's mal los. Ja, Maske. Alle mitnehmen, alle Geiseln. Das ist voll geil aus dieser Maske, Mann. Ja, aber das ist voll wir geil aus. Wir brauchen aber zwei Fahrer. Ja, genau, wir brauchen ja, zwei Fahrer. Ja. Hab ich dir schon mal gesagt, dass ich... Ja, das sind ein bisschen die Fahrer, die nicht gesucht werden. Ich warum ziehst du auf mein Knie? Ich mach da gar nichts. Ich tu, ja. So, sind alle Geiseln drin? Nein. Da ist schon zu viel. Schneller. So, rein mit dir, Kollege hier. Ja, frei machen. Und dann soll ich selber reinsetzen. Bitte selbst reinsetzen. Okay. So, dann fährt die Weine. Es wird wieder hilflos. So, ihr zwei müsst fahren. Jetzt sind wir nachts nicht gerade dunkler geworden. Lasst ein Auto stehen und nehmt ein. Jo. Nein, ihr braucht zwei Autos. Wir brauchen zwei Fluchtfahrzeuge nachher. Wohin jetzt? Ihr fahrt irgendwo wieder hin, wo ihr nicht gesehen werdet von der Polizei. Wir kommen dann mit dem Helikopter zu euch, ja? Fahrt am besten irgendwie zum Rebellenbauernhof zurück oder so. Waldtherapie. Ist die geht? Gut. Danke. Folgt mir, alte Waldtherapie. Also, ich hab nichts mehr. Ihr netter Kollege hat mir ein bisschen aber von der Gebe. Der Typ mit dem Bart starrt mich komisch an. Wengs bei mir extrem. Wer? Oh, er ist besoffen. Er steht auch nicht gern. Ja. Heimer noch gerade aus. Und Weg fangen. Ja. Und Jones? Männers? Wir sind jetzt zum Quatschen hier, ne? Ist Ihnen schon bewusst, oder? Bitte? Extra? Ja. Rossi, hast du so aufgenommen, alte Waldtherapie? Hörtest du den Kasper aushauen? Der Vogel auch. Kasper aushauen. Ja, weil du den so verliebt umguckst. Was ist das? Hast du was gezogen? Hat da gerade jemand meinen Namen ausgesprochen? Verdammt. Der fliegende Vogel, bitte melden, Lorm. Hört! Komm. Hört! Ja, alte Waldtherapie. Ja, so verstanden. Ach, Leute. So, bin ich zu alles schön hell hier. Habt ihr noch einen Schluck von dem Rum? Bitte. Das schreiben wir denen denn auch nicht? Ja, weil, gleich. Aber erst, wenn wir die Dings haben. Also die, ne, du weißt schon. Ja. Der Pilot. Sind die unter uns noch? Sieht da seiner? Er hört uns unten in der Bank. Ich habe ein schönes Gesicht. Jungs in der Bank? Ich bin ja, wir sind jetzt ruhig. Bitte. So, der Herr Chief und der Herr Rekrut. Ja. Ah. Ich trete Sie jetzt raus aus dem Helikopter. Haben wir vorhin ein Stück rum? Nicht. Schönen bitte. Tag noch. Tschüss. Aber ich... Tschüss. Guten Flug, Leute. Ich bin mal mit Ihnen aufmachen. Raus hier jetzt! Ich komm hier nicht raus! Raus jetzt! Ja, der kommt nicht raus! Und? Das ist aber ein langer Flug heute hier! Ey, wie viel hat er gewohnt? Nee, der kommt nicht raus! Der kommt nicht raus, der sitzt auf dem Co-Pilot!
Ah, nie die Glück, Mann. Mann, nie Glück mit euch, ey. Jetzt muss ich erst eine Stelle finden. Bitte, noch ein Schluck rum. Haben sie eine Flasche Hopp da? Ja, wo ist denn dieser Typ da auf einmal hin? Kann nicht mal sein. Der Machete. Ich wollte dir melden, dass jemand Control an die Link gedrückt hat. Klugscheißer. Warum setzt ihr den auf den Pilotensitz, also Co-Pilotensitz? Ja, einmal jemand umsetzen da. Ja, ich immer mit dem Flug rum jetzt, bitte. Okay, ja, wir sehen so die Daten Polizei. Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben mit die Hotel gebucht. Mit Hotel gebucht. Ich habe euch ganz gleich meinen Schüler noch geschenkt abgeworfen. Ja, ich bin immer was frei. Was ist das? Du steigst jetzt auf die Bank. Ja, bitte. Wo bleibt mein Name in der Nachricht? Ja, das kommt bei die Chief. Okay. Einsteigen hier. Was macht denn der besoffene Kerl am Boden jetzt? Ja. Ist hier jetzt auf eine vernünftige Platz? Nein, der sitzt wieder drin. Aber da kann ich nichts. Ich bin auf den Co-Pilot. Liegt das los? Habe ich jetzt schon einen Schluck rum verdient? Du kannst gerne die Schluck Tequila, wenn du möchtest. Nice. Merci, warte, ich reich mal an die Grein, da bitte. Bruce, ist ja, jetzt hinter dir, ne? Von dir. Ich kann Tequila. Dein Ohrläppchen sehen. Tequila! Arriba! Ja, mach mal da, Muchacho. Ja. Ah, nee, sag mal. Ich noch. So. Das wirst du gleich sein, da unten. Okay, bin bereit. Überlegst du einen Fallschirm? Nein, hast du nicht. Nein. Oh, ist es nicht mehr? Du kannst Dann wäre nur langweilig. Tschüss. Ja. Raus jetzt da. Wiedersehen. Guten Flug. Ja, ich hatte Fallschirm. Die Bruce Willis war auch böse, deswegen haben wir abgewehrt für Chief und Tag. Ja, aber warum hat der einen Fallschirm? Warum hat der Fallschirm? Schießt auf den! Ich sitz nicht draußen. Dreh dich um, flieg in den Raum, los! Scheiße. Wo ist der? Der ist nach links abgedreht. Weiter rechts drin. Dreh dich weiter drin. Da zwischen den Gebäuden ist er jetzt auf der Straße. Links, runter, links. Runter. Boah, wieso kann der denn jetzt scheiß Fallschirm einfach nehmen? Boah, dann haben wir ein Funkgerät jetzt. Oh! Nehmen wir die Funkgeräte. Wo ist der denn? Oh, wo ist der? Ich sehe nicht. Ja, aber wir haben ja gesagt, der... Nein. Töten! Seht ihr den Helikopter da vor uns unten? Auf der Straße? Den Typen, den falschen Finger ab! Hörst du mich damit? Töten! Einfach töten, egal auf was kommt! Aber Swat hier ist unten! Und uns ist einfach das... Wir haben Polizisten umgebracht, Mann! Wo ist der? Haben wir in HQ gelandet! Ah, nicht sein Ernst, ey! Ja, fliegen weg, Mann! Ist ja auch wieder so eine Sache, ne? Du sitzt bewaffnet um ihn rum und jetzt geht einfach ein Ding auf, ne? Wie sieht's aus bei euch? Ja, der Chief hat gemeint, der muss einen Vollschirm anziehen. Ticket landet. Also was das jetzt gerade war mit dem Fallschirm, verstehe ich auch nicht. Wir haben ja im MP gesagt, das soll er nicht oder das kann er nicht und jetzt hat er einen Fallschirm auf einmal ausgepackt, ey. Ich bin jetzt gerade wieder so eine Sache, ey. Wie ging das denn mit dem Fallschirm schon wieder schief hier, ey? Ja, vor allen Dingen, warum zieht der einen an? Wir haben klipp und klar gesagt, der zieht keinen an. Ja, wieso? Der hat auch nicht ausgezogen, der konnte aussteigen, lag am Boden, ja, wollte was trinken. Ja, das sieht man vor allem auch nicht, wenn einer Fallschirm macht. Ist klar. Hallo, Frage Standort. Map und irgendwo. Der Chief lebt weiterhin. Ja, richtig. Der hat sich einmal Fallschirm genommen. Ernsthaft. Wurde außer wie gesagt, er darf dann nehmen. Er hat sich eingenommen, ist abgesprungen. Wo ist denn der jetzt hin? Wo habt ihr den abgeworfen? Soll man mal Abi sein? Ist denn? Ich bin es gleich, also ich bin schon bei der Tür. Ich weiß nicht, ob es so. Frage, wo habt ihr den abgeworfen? Nach Diablos.
Ja, kommt das mal zum alten Ding. Ja, wir kommen, wir sind auf dem Weg. Was meinst du mit Assi sein? Wollt schon wissen. Ja. Jetzt wird er gelöscht. Aber wenn wir einmal so einen komischen Bug beim Motorrad ausnutzen, ne? Mhm. Ja, das war eine siebenliche Assi-Aktion. Habt ihr keinen auf der Außenbank sitzt, mit dem er ihn hätte da schießen können? Der war zu weit drunten und es ist dunkel. Dammit. Also gut, ich meine, wir werden uns das einfallen lassen, Leute, ja, nicht aufgeben. Dass der Chief da nicht abgestürzt ist und sich einen Fallschirm genommen hat, ist skurril, muss noch besprochen werden, wenn wir mit Sicherheit jetzt nicht lösen können. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was wir hier weiter tun. Jasper? Jo. Hast du nicht mal gesagt, es wird hell? Ja, ich habe mich getäuscht. Jetzt wird's hell. Ich habe vorhin auf die Uhr geschaut. Ich habe jetzt was geschrieben, dementsprechend. Seid ihr ja, dann ist Bartel mit deinem scheiß Laserpointer. Ja, Mann. Den würde ich auch gerne sehen. Geil, oder? Laser. Sind wir? Polizist ist gestorben, oder? Ja. Ja. Also, wir müssen jetzt erstmal neue Autos besorgen. Die wissen, dass wir in den Porsche unterwegs sind. Wir müssen immer rotieren, immer die Autos wechseln. Bruce, rechtes Auto? Ja. Oh, komm ich rein? Oh. Ich bin vorher von Alter. Komm ich nicht rein. Wir stehen jetzt noch da draußen. Ich? Ja, der. Wer sitzt da oben drin alles? Ich sitze vom Fenster am Raum. Komm hier rein. Machete, wie viel sitzen bei dir drin? Kannst du außen gehen, meine ich? Nee, auch nicht. Komm mal, Kasper. Wir brauchen einen Vorrock. Hier ist Vorrock. Alles klar. Brot, komm rüber zu uns. Boah, die sind gucken. Ja, wo soll ich hin? Bruce, du kannst jetzt in die andere Auto rein. Nein, stopp, ja, wo ist Kasper? Ich bin der Fahrer von dem Auto hier und ich sitze... Nein, ich bin nicht allein hier. Nein, Koordination. So Jungs, ich bin der Fahrer. Wohin muss ich? Warum bist du der Fahrer? Bist du drin? Ja. Gut. Warum bist du der Fahrer? Weiß ich auch nicht. Was war da jetzt los? Was ist denn das, warum? Wer fliegt denn hier? Wechselt mal kurz die Fahrer, das kommt nicht gut. Fahrerwechsel bitte. Hallo? Es soll jemand das Steuer übernehmen hier in der Karre. Ich glaube, ja, ich kann gerade nicht fahren. Und der Kollege, der auf dem Beifahrer sitzt. Laut zu werden. Dabei ich, Mann. Ach, das ist ein Grund, laut zu werden. Aber schon mit mir gerade Russisch. Ich bin wieder da. Weh, so, du fährst. Ich kann nicht. Ich bin nicht am PC. Hä? Ich nehme mal Funk-Headset. Achso. Ich habe völlig den Kontakt verloren zu dem Auto vor uns. Im Funk? Auto vor uns, mal kurz ein bisschen langsamer fahren, ich habe ich verloren. Jo. Der zu Hause jetzt oder was? Ja, leider. Ja. Ich wusste nur nicht wohin jetzt. Bin mir nicht sicher, in welche Richtung die gefahren sind. Wisst ihr wohin? Ich kenne die Ecke gar nicht. Ey. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Du musst einfach immer den Weg lang fahren. Ja, zum Glück war das. Okay, ja, okay, ich bin links lang gefahren. Boah, diese Sonne, ey. Da bist du doch. Runter. Alles gut. Alles gut. Ikabu. Will jemand dann später auch Flashbangs? Ich habe 6 Stück. Die sind jetzt so mies. Wir haben Blinkgranaten. Ich hab Flashbang sehen. Machen wir jetzt noch die Deckzeitbank? Wir haben keine Geiseln mehr. Die sind ja schnell geholt. Die sind ja schnell geholt, ja. Okay, dann sammeln wir jetzt so viele Geiseln an wie möglich und dann machen wir die Bank. Roger. Fahrzeugwechsel dennoch, weil das sind die besten hier, oder? Dafür. Wie viel Plätze haben wir noch? Wir haben eine totale Panzerung des Dinges. Für den Fehler. Wir fahren jetzt hoch zum Landmarkt und dann holen wir uns neue Vortrag, aber in anderer Farbe. Richtig.
Immer diese Ford Trucks. Zwei Stück davon. Boah, was hat der vorher? Ein paar Geifel mitnehmen, würde ich sagen. Ja, hab ich schon wieder, alles klar. Ey, wie schnell fährt denn der da vorne, ey? Ja, warum fährst du nicht schneller? Weil ich die Karre noch nie gefahren bin. Also, doch klar bist du. Ja, aber ich will euch doch nicht umbringen. Was? Ross, ihr hört? Ja, nee, chill aber nicht. Schon so, dass du es noch im Griff haben kannst. Ich hab gar nichts mehr im Griff. Nee, alles gut. Ja, gut. Ist ja nachher gleich. Fahr nochmal. Achtung, euch kommt Bullenauto entgegen. Wenn der versucht euch zu überholen, anzuhalten oder so, fahrt einfach weiter. Können die auch als Geisel nehmen, schon für die Gelbank? Können sie? Erstmal noch vorbeigefahren. Wow. Alles klar, bitte. Fahr weiter. Sicher nicht die Erholung. Verstärkung, fahr weiter. Fahr alle Richtung Landmarkt. Fahrt ihr bitte vor, ihr kennt den Weg besser. Ja Leute, wir fahren zum Landmarkt, wechseln die Fahrzeuge und danach Geiselnahme mit Banküberfall. Sehen wir in der nächsten Folge und ich muss fahren, ich freue mich riesig. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und das Ganze werde ich fahren. Tschö.